So, moin ihr Lieben, Hammer Setting. Ich sitze gerade im Spielzimmer von meinem Sohnemann. Genau, endlich wieder Heimwerkern. Habe jetzt viel rumgeschnitten die letzten Wochen, Monate an diesem Auto, Umbau, Gedöns. Letzten 3 Wochen unglaublich viel beruflich zu tun, deswegen gab es auch letzte Woche kein Video. Dieses Wochenende sind aber meine 2 großen Töchter ausgeflogen. Ich bin mit Sohnemann alleine. Das heißt, es musste auf jeden Fall geheimwerkert werden. Habe ihn gefragt heute Morgen: Miolino, wie sieht's aus? Was wollen wir bauen? Die Antwort aus der Pistole geschossen: Er will eine Bühne haben, eine echte Bühne hier, ein Konzerthaus. Anfang dieses Jahres habe ich den Fehler begangen, meine 2 Kleinen mit auf ein Konzert zu schleppen. Angelo Kelly, seitdem wird hier ständig gesungen. Oh Danny Boy, Let Go. Es wird gespielt: Emma, Helen, Gabriel, Joseph, keine Ahnung. Unfassbar. Und jetzt muss natürlich eine echte Bühne her. Meine Kinder müssen jetzt auf die echte Bühne drauf. Ganz der Vater, würde ich sagen. Nee, genau, jetzt habe ich überlegt, ich habe noch alte Paletten im Garten draußen stehen, habe noch Dielen von meinem Terrassenbau. Ich denke, daraus lässt sich modular schnell eine Bühne zimmern. Und zwar so, dass auch Sohnemann mitarbeiten kann. Also alles ein bisschen einfacher gehalten, aber halt auch so flexibel, modular, dass in kürzester Zeit auch wieder so eine kleine hier Häuschen, wo die Kinder einfach spielen können, Mama, Papa, Kind und so Zeug. Der auch wichtig, genau, muss halt immer sich hin und her entwickeln lassen. Einmal Konzerthaus, einmal zu Hause für die Kinder. Genau, das ist der Plan. Mal schauen, ob wir 2 Männer das dieses Wochenende hinbekommen. Am Sonntag kommen die Schwestern wieder nach Hause. Bis dahin muss alles perfekt stehen. Also von dem her drückt uns die Daumen und schaut euch den Prozess und das Ergebnis an. Bis später. Also hammergeil. Sonne geht unter. Ein bisschen jetzt hier das Projekt umsetzen. Hinten habe ich schon ein paar Balken gestrichen, heute mit meinem Sohnemann geschliffen, gestrichen. Genau. Wir fangen an mit der Unterkonstruktion. Es eignet sich eigentlich fast immer für sowas Europaletten, finde ich, wenn ihr welche übrig habt. Ich habe ein sehr genaues Video darüber, worauf ihr bei Europaletten achten müsst. Es gibt nämlich so Stempel drauf, da kriegt ihr so ein paar Hinweise, woher die kommen, was gelagert worden ist, wie alt die sind und so weiter und so fort, wie die behandelt worden sind. Je nachdem, für was ihr eure Palette benutzen wollt, also Gemüsebeet, Bett oder sowas, da würde ich absolut auf die Qualität von so einer Europalette achten. Würde ich wirklich nur neue Europaletten aus dem Baumarkt nehmen, hat zwar dann nichts mehr mit Upcycling zu tun. Genau, wenn ihr einfach nur als Unterkonstruktion für so eine Bühne oder sowas braucht, wie ich das jetzt haben will, nehmt ihr irgendeine alte Europalette, total egal. Ich habe die jetzt mit dem Hochdruckreiniger ein bisschen grob gereinigt. Ich ziehe mir meine Handschuhe an, weil es spreißelt alles wirklich heftig. Genau, dann als Bodenbelag nehme ich Douglasien-Dielen. Habe ich halt welche übrig gehabt von. Ihr seht hier irgendwo wahrscheinlich noch den Terrassenboden. Habe eine Terrasse gebaut letztes Jahr. Da wird ein sehr ausführliches Video zu kommen. Genau, mein Boden wird Douglasien sein. 4 cm dick, wie ihr hier seht. Das ist zu dick, sage ich mal, wenn ihr euch neue Douglasie kaufen wollt. Um so eine Bühne zu bauen, braucht ihr das nicht, weil die Auflagefläche gut ist und stabil ist. Bei der Terrasse, wenn ihr die Balken drunter in großem Abstand haben wollt, sind dicke Douglasien besser. So, jetzt habe ich das Stück hier, welches ich genau abmessen wollte. Guckt, dass ich genau meine 2 Meter habe in der Länge. Guckt, dass es hier schön anliegt an der Schiene, damit der rechte Winkel gewahrt wird, und dann absägen. Genau, wenn ihr das zurechtgesägt habt, dann geht es eigentlich ans Schleifen. Ja, kurz zum Schleifen. Ja, sowieso die Frage, ob man dieses Holz behandeln muss oder nicht. Klar, das hier wird jetzt in der Wohnung, Kinderbühne, die wollen bestimmt mal barfuß drauf spielen oder sonst irgendwie drauf spielen. Da würde ich halt darauf achten, dass man keine Spreisel bekommt. Deswegen gehe ich jetzt hin. Die Douglasie ist jetzt 1 Jahr alt, ist ein bisschen verwirrt, wittert. Ich gehe einfach mit dem 80er Papier drüber, schleife einfach die groben Späne weg oder wo Spreisel rauskommen oder wo gesägt worden ist oder wo es halt unsauber ist. Einfach kurz grob drüber schleifen. Muss jetzt aber keine Feinstschleifarbeit sein, soll ein Spielboden sein, also von dem her muss das jetzt nicht perfekt glatt sein. Genau, einmal schleifen, wie gesagt 80er Papier, habe hier dieses Multimaster, mit dem bin ich echt sehr zufrieden, funktioniert immer wunderbar. Genau, also so ein Brett, 3, 4, vielleicht 5 Minuten schleifen. Das reicht absolut. Dann nehmt ihr einen alten Lumpen und entfernt einfach
die Sägespäne davor, weil ich das jetzt gleich noch einölen werde. Einmal schön sauber machen. Ich zeige euch jetzt einmal kurz einen Vergleich. Keine Ahnung, ist euch überlassen. Leinölfirnis, ah, meine Hühner. Vielleicht kann mir die Frage einer von euch erklären. Jeden Tag legen meine Hühner ein Ei. Jeden Tag macht jedes Huhn ein Riesenspektakel, wenn es ein Ei gelegt hat. Ich verstehe nicht, warum. Genau, irgendwann müssen sie es auch blicken, was da hinten rauskommt. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, warum das machen. Genau, also ernsthaft gemeint. Wenn jemand die Antwort weiß, warum die so ein Spektakel machen, wenn sie Eier legen, kann er mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Genau, ich gehe jetzt zum Ölen hin. Mein absolutes Lieblingsöl, Leinölfirnis. Auch da habe ich ein sehr ausführliches Video darüber gemacht, was man da beachten muss. Ist eigentlich relativ einfach. Kurz aufschütteln und dann, genau, ist immer die Frage, was nimmst du? Nimmst du einen Pinsel oder nimmst du eine Rolle? Geil, ich habe alles beisammen hier. Ich bevorzuge, ja, unterschiedlich. Leinölfirnis, wenn es ein glatter, wenn einfach ein glattes Ergebnis sauber sein muss, würde ich immer rollen. Das ist einfacher, ist schneller. Wenn du aber so Kreidefarbe, Shabby Chic oder sowas machen möchtest, würde ich immer den Pinsel bevorzugen, weil da willst du ja gerade eigentlich den Pinselstrich drauf haben. Shabby Chic soll so, ja, Shabby Chic sein. Von dem her, Kreidefarbe würde ich immer einen Pinsel nehmen. Jetzt für die Leinölfirnis den Roller. Wirklich satt einölen das Ganze. Kann man sehr mutig sein, vor allem bei den Stirnseiten. Das saugt unfassbar viel auf. Genau, und alles, was beim Erst, also was zu viel ist oder was stehen bleibt, nach 10 Minuten kannst du drüber gucken. Und dann siehst du, wenn so leichte Pfützen stehen geblieben sind. Und die musst du halt danach mit einem Baumwolltuch einfach abreiben, entfernen. Das ist wirklich immens wichtig, weil wenn du das nicht entfernst, dann bleiben die, das trocknet sie nicht mehr richtig ein. Und dann klebt es. Und das Kleben kriegst du nicht mehr weg. Genau, und was noch wichtig ist, das Baumwolltuch am Schluss nicht einfach irgendwo liegen lassen, sondern das luftdicht verschließen, Plastiktüte oder sonst irgendwas oder in die Badewanne legen oder sowas, weil genau die Leinölfirnis ist ein Halböl und es ist wirklich selbstentzündlich. Das heißt, du brauchst nur Sauerstoff und das hast du, sobald du es nicht luftdicht verschließt und dann kann das selber Feuer fangen. Genau, satt einölen, also die Rolle satt mit Leinölfirnis tränken und dann einfach einrollen. Ich sage euch eins, ich habe heute den ganzen Tag nichts anderes gemacht, außer geschliffen und geölt mit meinem Sohnemann hier zusammen. Bei dem Wetter war schon sehr, sehr geil. Das hat schon Spaß gemacht. Schön aus, oder? So. Einmal sauber noch drüber ziehen. Genau, jetzt lasse ich es 10 Minuten stehen. Wasch die Rolle dann aus und dann einmal, wie gesagt, mit dem Baumwolltuch das Ganze gemütlich abziehen. Dann kommt es zu den anderen Hölzern. Das lasse ich jetzt über Nacht trocknen. Morgen ist Sonntag, morgen darf ich sowieso keinen Lärm machen. Dann machen wir dann die Bühne weitergehen rein, schrauben das alles fest. Ich hoffe, das klappt alles so, wie es geplant ist. Genau, schaut euch an, wie es weitergeht. So, meine Lieben, der nächste Tag. Ich bin ein bisschen irritiert, weil mein Sohnemann als Kameramann hinter der Linse steht. Genau, ich fühle mich gerade ein bisschen hier wie in der Psychiatrie. Sieht grauenvoll aus, aber ja, wir haben alles ordentlich rausgeräumt zusammen. Genau. Jetzt muss ich einmal hier saugen, weil es ganz dreckig ist. Und dann haben wir draußen die ganzen Europaletten stehen und die Douglasien-Dielen stehen. Die bringe ich dann einfach hier durchs Fenster alle rein. Dann richten wir alles schön aus und dann wird hoffentlich nur noch festgeschraubt. Und dann ist hoffentlich alles soweit fertig, weil wir haben noch 3 Stunden, glaube ich, Zeit, bis die Schwestern nach Hause kommen. Und dann muss aus dieser kleinen Psychiatrie hier eine Bühne, ein Festsaal entstanden sein. So, Leute, kurz Zwischenstand. Ich habe jetzt hier die ersten Bretter festgeschraubt. Was leider wichtig ist, Douglasie oder allgemein das meiste Holz arbeitet einfach. Wärme, Kälte, Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit dehnt sich aus, zieht sich zusammen. Das heißt, wirklich Palan aneinander die verschiedenen Bretter würde ich nicht machen oder sollte man wirklich nicht machen, weil es dann keinen Platz hat zum Arbeiten. Jetzt das Problem für die Bühne, für die große Show. Es ist natürlich total egal, wenn da kleine Streifen dazwischen sind. Wenn jetzt die Kinder hier mit Lego oder sowas spielen, wird wahrscheinlich schnell mehr Lego unter der Bühne sein als obendrauf. Aber ja, da wird man sich was überlegen müssen. Das ist aber der Grund, warum ich diese Rillen hier reingemacht habe, diesen Abstand gemacht habe. Hier bei der Heizung habe ich einfach sauber ausgeklinkt. Vorne eine Verblende dran geschraubt. Sieht einfach schöner aus, finde ich. Genau, ich zeige euch kurz, hier habe ich von Wolfcraft, ist das eigentlich zum Terrassenlegen so ein System, das ist wirklich ziemlich genial, da hast du solche Abstandshalter hier, genau, ich habe jetzt so ein
ja, anderthalbfachen Abstand genommen, weil dann einfach perfekt die Dielen passen, ohne dass man irgendwas verändern muss, verschrauben muss. Genau, ich zeige es euch einmal, wie das funktioniert. So, ich nehme einfach meine nächste Diele, gucke, dass die vorne hier schön plan am Holz anliegt. Dann nehme ich meinen doppelten Abstandhalter, packe den hier sauber dazwischen. Genau das gleiche mache ich hier auf der gegenüberliegenden Seite. Abstandhalter rein, Abstandhalter rein. So. Schieb das sauber dran. Ja. So. Genau, und diese, ja, eigentlich Schraubzwingen sind natürlich wirklich genial. Hier ist extra so ein dünnes Teil, wo du zwischen die in die Fugen reingehen kannst, reingreifen kannst. Und dann kannst du das schön sauber aneinander ziehen. Klar, vielleicht ist das ein bisschen übertrieben für eine Bühne im Kinderzimmer, ich weiß es nicht, aber ich bin einfach ein Fan dann von einem saugbaren Fugenbild. Genau, genauso würde ich immer schauen bei den Schrauben. Hier, ich verlinke euch die Schrauben hier. Profika ist das. Mal in der Videobeschreibung, alle anderen Sachen natürlich auch. Aber hier ganz klar, und jetzt stelle ich mich mal gegen meine geliebten stationären Baumärkte. Die kosten im Internet bei Amazon halt leider Gottes wirklich, keine Ahnung, die Hälfte, weniger als die Hälfte. Für den Terrassenbau brauchte ich knapp 2.500 Schrauben. Das heißt, ich habe mir durch die Bestellung im Internet, ja, mehr als 100 Euro auf jeden Fall gespart. Das Geile bei denen ist, du brauchst nicht vorbohren. Die haben so einen Bohrkopf, einen Schneidekopf mit drin. Damit kannst du ansetzen. Es reißt wirklich nichts, springt nichts, kein Vorbohren. Die sind schon wirklich sehr, sehr geil. Und dann einfach sauber reinschrauben. Einfach immer gucken, dass man den gleichen Abstand rechts und links hat, dass das Schraubbild relativ sauber ist. Ich finde das noch ein relativ entscheidendes Ding. Wenn du einen Laser oder sowas hast, einfach einen Laser drüber legen. Ansonsten einmal mit einem Bleistift drüber zeichnen. Und dann festschrauben und durcharbeiten. Und dann, ja, war jetzt eine kurze Erklärung, wie man eine Terrasse baut. Da gibt es aber noch mal eine ausführliche Erklärung dazu. Diele fest, lösen, nächste Diele fest. So Leute, 2 Tage ist es jetzt her, dass ich hier die Bühne fertig gemacht habe. Die letzten 2 Tage gab es hier nur Konzert, das war wirklich unfassbar, hat Spaß gemacht. Ey, die Kinder hatten so einen Spaß daran. Also wirklich, ich glaube, eines meiner schönsten Projekte, auch für mich und mit meinem Sohnemann zusammen, einfach zu sehen, aus nichts sowas zu schaffen und wie viel Arbeit dahinter steckt, am Schleifen, am Ölen, jedes einzelne Brett festzuschrauben und dass es sich aber lohnt, da irgendwie durchzugehen und dann am Schluss dieses Ergebnis gemeinsam hinzubekommen. Das war schon mehr wahrscheinlich als ein Heimwerkerprojekt, aber nicht zu philosophisch jetzt mehr. Nächste Woche wahrscheinlich kein Autovideo, weil ich eigentlich schon seit Monaten hier mein Bettprojekt, ihr erinnert euch bestimmt dran, aus alten Balken, ich verlinke das mal, hier habe ich ein geiles Bett gebaut, bin auch hammerzufrieden, mega cool geworden. Aber ich möchte seit Monaten eigentlich hier ein Bücherregal anbringen. Ich habe auch aus diesen alten Balken, genau, da sind noch welche übrig geblieben, habe ich schön in der Mitte aufgesägt, wollte ich eigentlich an die Wand anbringen, in der Mitte Bücher, unten drunter so einen Streifen frei fräsen und dann so einen Hue Stripe drunter machen, der dann so morgens um 4.30 Uhr, wenn ich aufstehe, so Morgenlicht, Dämmerungslicht simuliert, dass ich gemütlich aufstehe. Es ist mir immer stockdunkel, wenn ich aufstehe morgens. Ich brauche so ein bisschen Sonnenlicht oder ja, Morgenlicht auf jeden Fall. Das ist meine Idee. Aber die Wände, die taugen gar nichts, kein Volumen dahinter. Ich kann das nicht einfach an die Wand anbringen. Vielleicht habt ihr irgendeine richtig geile Idee. Ich wollte das erst aus alten Leitern irgendwie festmachen. Von meinem Bücherregalprojekt habe ich noch so alte Leitern. Aber ich glaube, das hebt auch nicht wirklich. Jetzt habe ich überlegt, mit Stahlstangen, Rohren irgendwas zu konzipieren. Vielleicht habt ihr eine geile Idee, dann bitte schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Genau, vielleicht schreibt es mir bis nächste Woche. Ansonsten kommt Teil 7 oder sowas von dem Auto, Umbau, Ausbau, Car Camper, Conversion, wie auch immer. Genau, und bitte vergesst nicht, falls ihr wisst, warum die Hühner gackern, wenn sie Eier legen, mir das einmal noch kurz in die Kommentare zu schreiben. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Hat mir mega Spaß gemacht, mal wieder was produktiv zu machen, zu heimwerkern. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis nächsten Freitag. Hasta mañana.